Der späte Torjubel liegt noch immer in der Luft. Alles glänzt rund um den FCA und seine Fans. 3 Tage frei haben die Spieler. Einzig der Kapitän einen Auftritt beim Lokalsender. Er erklärt die Arbeitsethik, warum die Zeiten golden scheinen rund um den größten Underdog der Liga. Wir wussten eigentlich von Anfang an, wir spielen eigentlich nur für den Klassenerhalt. Wenn wir den 15. Platz schaffen würde, ist für uns wie eine Meisterschaft. Der Architekt ist Trainer Luhu Kai. Er hat einen unruhigen Tag, darf sich bei seinem Polierkeeper Jensch bedanken, dass lange Zeit die Null steht. Jensch, von Magath in Wolfsburg geschasst, zeigt, welch großer Rückhalt er ist und wie bodenständig. Wir sind natürlich happy, dass wir gewonnen haben, aber wir müssen uns natürlich auch an die eigene Nase greifen, dass diese Leistung nicht okay war. In der Traumfabrik Bundesliga bleiben sie realistisch. Der nächste Pluspunkt für Augsburg, geradezu ein Ausrufezeichen, erfrischend, ehrlich. Es war lange Zeit dieses dreckige Auswärtsspiel, was wir wussten, was es wird. Und deswegen können wir heute einfach nur froh sein, dass wir 3 Punkte mitnehmen, weil Wolfsburg heute die bessere Mannschaft war. Aufsteiger Augsburg hat in der Saison in Riesenschritten gelernt, ist angekommen in der ersten Liga, gerade in Sachen Effizienz gestern gespenstisch. Auf der Bank eine Mischung aus spontanem Jubel und ungläubigem Staunen. Earl mit dem kuriosesten Tor seiner Laufbahn. Rückschläge sind im System Augsburg einkalkuliert. So der Ausgleich der Millionentruppe aus Wolfsburg. Aber dann stehen sie wieder auf. Im Vergleich vielleicht mit anderen Mannschaften, dass wir einfach eine gute Mentalität und Charakter in unserer Truppe haben und dass wir eigentlich nie aufgeben. Dann ist einfach dieser Wille da, dass man vielleicht aus der einen Standardsituation in der 89. Minute einfach das Tor macht. Also ich habe mir vorgenommen, egal wo der Ball jetzt hinfährt, hältst du deine Birne rein. Und Axel hat den Ball super reingeschlagen und es ist schwer, meinen Kopf zu verfehlen. Deswegen konnte ich den gar nicht mehr verfehlen. Der vielbesprochene dreckige Sieg. Schon mindestens der 6. Augsburger Punkt in den letzten Minuten. Keiner hat mit uns gerechnet, dass wir überhaupt so lange noch überleben können oder im Abstiegskampf dabei sind. Das müssen wir jetzt voll genießen und wir müssen jetzt Vollgas geben, um versuchen, wirklich das Unmögliche möglich zu machen. Der Trainer ist heute schon wieder in Mönchengladbach. Spielbeobachtung, alles für den Klassenerhalt. Wir sind noch nicht durch, ja, das wissen wir auch. Aber so ein Schritt wie heute ist sicherlich auch für die Mannschaft mental und auch von den Emotionen sehr wichtig gewesen. Genau wie für die Stadt, die Fans. Die Augsburger können Geschichte schreiben. Mit solch einem Team die Liga zu halten, grenzt wirklich an ein Wunder. Passt aber ins momentane Bild beim FCA. Ja, was hat Jus?